Ja, ich danke den Mitgliedern des Universitätsorchesters für diesen schönen Einstieg in unseren akademischen Festtag 2022. Zum ersten Mal nach der Pandemie auch wieder halbwegs normal, so fühlt es sich zumindest, wenn man hier vorne steht, an. Sehr geehrte Mitglieder des Hessischen Landtags, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Hochschulen und Einrichtungen, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, verehrte Stifterinnen und Stifter, sehr geehrter Herr Kollege Haug, lieber Gerald, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Im Namen des Präsidiums der Justus-Liebig-Universität Gießen heiße ich Sie willkommen zu unserem diesjährigen akademischen Festakt. Ich begrüße Sie alle, die Sie heute hier in der Aula in Präsenz dabei sind, genauso herzlich wie all diejenigen, die sich digital zugeschaltet haben. Sie zeigen damit Ihre Wertschätzung für die exzellenten Leistungen unserer jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir heute mit verschiedenen Preisen auszeichnen wollen. Ich freue mich sehr darüber, dass nach den Auszeichnungen unserer Preisträgerinnen und Preisträger Herr Kollege Haug, Präsident der Leopoldina, unserer Akademie, unserer Nationalen Akademie der Wissenschaften, die Festrede halten wird. Lieber Gerald, willkommen in Gießen und vielen Dank für deinen stets so engagierten Einsatz für das deutsche Wissenschaftssystem mit klaren Botschaften an die Öffentlichkeit und die Politik in einer ebenso klaren Sprache. Ich vermute, wir werden uns auch heute auf klare Botschaften in einer klaren Sprache einstellen können. Das Thema deines Festvortrags, lieber Gerald, lautet das Wissenschaftssystem in der Zeitenwende. Ein, wie ich finde, vortrefflicher Ausgangspunkt für meinen kurzen Rückblick auf das Jahr 2022 und den Ausblick auf das kommende Jahr.
Wir alle müssen in diesem Jahr feststellen, dass der 30-jährige große Frieden in Europa, wie es Herfried Münkler beschrieben hat, unwiderruflich vorbei ist. Die gut 30-jährige Verlängerung der Nachkriegszeit, in der wir uns in Deutschland vielleicht allzu sorglos auf kontinuierlichen Frieden und immerwährende Sicherheit, auf ein hohes Maß an wirtschaftlicher Stabilität und Wohlstand verlassen haben. All dies steht nicht zuletzt im Lichte der viel zitierten Zeitenwende zur Disposition. Der russische Überfall auf die Ukraine hat sicher geglaubte Gewissheiten zerstört, aber auch Entwicklungen beschleunigt, die ohnehin auf uns zugekommen wären, so etwa bei der Energiewende und dem Umbau unserer Gesellschaft in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft. Dabei gilt es immer wieder zu betonen, dass dieser Umbau nur gelingen kann, wenn wir auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auf technologische Innovationen und auf ein entsprechend exzellentes Bildungssystem sowie auf hervorragende Forschung und Lehre setzen. Wenn wir gerade jetzt Investitionen in Wissenschaft und Bildung vernachlässigen, werden wir in 10 oder 15 Jahren möglicherweise, wie es der Bundeskanzler im letzten Bundestagswahlkampf mehrfach formuliert hat, traurig auf den Wohlstand anderer Kontinente blicken müssen. Diese Gefahr des schleichenden Abstiegs Deutschlands und Europas besteht seit dem 24. Februar möglicherweise mehr denn je. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung mit dem Bundeshaushalt 2023 deutlich machen, dass auch in Zukunft Bildung und Wissenschaft gestärkt werden sollen, so unter anderem mit einer besseren Finanzierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre und einer besseren Ausstattung der Exzellenzstrategie. Und ich freue mich ebenso darüber, dass trotz der enormen Haushaltsrisiken auch im Land Hessen der Hochschulpakt 2021 bis 2025 nicht angetastet wird. Aber es bleibt bei aller Freude hierüber festzuhalten, dass auf uns Universitäten enorme Kostensteigerungen zukommen werden, bedingt durch die allgemeine Inflation, die Energiepreisexplosion und die absehbar hohen Personalkostensteigerungen. Die JLU mit ihrem Fächerportfolio und ihrer Gebäudesubstanz wird, das ist sicher, diese Kostensteigerungen nicht allein stemmen können. Trotz Mittelsteigerungen im Hessischen Hochschulpakt, trotz Gas- und Strompreisbremse des Bundes und trotz aller eigenen Energiesparbemühungen. Hier müssen weitere Unterstützungsmaßnahmen hinzutreten. Derzeit jedenfalls ist die Vorlage eines Budgetplans 2023 für uns noch nicht möglich. Und ich will an dieser Stelle deutlich machen, dass viele unserer Beschäftigten und vielleicht noch akuter unsere Studierenden eine deutlich stärkere Unterstützung benötigen, um die explodierenden Mehrkosten im Energiebereich und darüber hinaus bewältigen zu können. Die soziale Schere darf sich nicht weiter öffnen zwischen denen, denen die Inflation nichts anhaben kann, und denen, deren Existenzen nun in aller Härte bedroht werden. Meine Damen und Herren, das Zeitenwendejahr 2022 war und ist ein dreifaches Krisenjahr, das alle Mitglieder dieser Universität und alle Verantwortungsträger auf das Äußerste fordert. Da ist zunächst die Corona-Pandemie, die uns in den dritten Winter in Folge begleitet. Aber ich habe den Eindruck, dass an der JLU mit einem hohen Maß an Umsicht und Rücksicht, mit einer hohen Impf- und Boosterquote und mit dem eigenverantwortlichen Ergreifen von individuellen Schutzmaßnahmen der Präsenzbetrieb gut und erfolgreich gelingt. Die große neue Krise ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit dem 24. Februar haben wir an der JLU unsere ukrainischen Partneruniversitäten, die National University of Kiew, die Mohyla Akademie, Naukma und das Kiew Polytechnic Institute massiv unterstützt, insbesondere durch die Aufnahme von 300 Studierenden im Sommersemester 2022 und die Beherbergung von 12 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern. Wir haben 660.000 Euro an eigenen und ungewidmeten Mitteln für die Unterstützung unserer ukrainischen Freunde eingesetzt. Hinzu kamen erhebliche weitere Mittel, die von Fördereinrichtungen für Ukraine-Maßnahmen gesondert eingeworben werden konnten. Dass wir im Sommer ein Büro der Naukma hier im Hauptgebäude eröffnet haben und dass wir uns unter Federführung des Gießener Zentrums Östliches Europa in der Ringvorlesung des Präsidenten in diesem Wintersemester der Ukraine widmen, zeigt, dass wir auch über die aktuelle Kriegssituation hinaus unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass die Ukraine auch wissenschaftlich und wissenschaftspolitisch an uns in Deutschland und Europa heranrückt. Die dritte Krise folgt aus der zweiten.
die Energiekrise, die uns in diesem Winter vieles an Zumutungen abfordern wird. Wir werden es in diesem Winter hinbekommen müssen, um der Versorgungssicherheit in der Stadt und Region willen 20-25% an Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu reduzieren. Gleichzeitig wollen und müssen wir den Präsenzbetrieb, insbesondere auch die Präsenzlehre an der Universität, gewährleisten. Ebenso bereiten wir uns auf Extremnotlagen vor, um unsere kritischen Infrastrukturen auch bei flächendeckenden Energieversorgungsausfällen aufrechterhalten zu können. Im Namen des gesamten Präsidiums bin ich allen Mitgliedern der JLU dankbar dafür, wie sie in dieser dreifachen Krise mitziehen, eigene Ideen und Überlegungen in das Krisenmanagement einbringen, Partikularinteressen zurückstellen und sich trotz aller persönlichen Ängste und Sorgen darauf konzentrieren, diesen Großbetrieb mit 26.500 Studierenden und 5.700 Beschäftigten durch diesen Winter zu bringen. Ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für alle Teileinrichtungen der Universität unser Liegenschaftsdezernat nennen und mich bei allen im Dezernat E für die exzellente Arbeit rund um die Uhr bedanken. Meine Damen und Herren, auch dieses dreifache Krisenjahr 2022 war für die JLU ein in Forschung und Lehre erfolgreiches Jahr. Es ist unmöglich, an dieser Stelle alle Erfolge der Universität und ihrer Mitglieder in den letzten 12 Monaten zu nennen. Wenn ich hier einige wenige Beispiele nenne, so stehen diese gleichsam pars pro toto. In der Forschung wurden eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet, so unter anderem Mariette Auer in den Rechtswissenschaften mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG, Jürgen Janek in der Batterieforschung gemeinsam mit seiner Marburger Kollegin Kerstin Volz mit dem Grewe-Preis der Leopoldina, Peter Schreiner in der organischen Chemie mit einem ERC Advanced Grant, Sascha Feuchert in der Holocaust-Literaturforschung gemeinsam mit seiner Kollegin Christina Radziszewska aus Łódź mit dem Kopernikus-Preis der DFG und Susanne Herold in der Lungen- und Infektionsforschung mit einer Löwe-Spitzenprofessur des Landes Hessen. Mehrere große Verbundprojekte, darunter 2 Sonderforschungsbereiche und ein Graduiertenkolleg der DFG, wurden verlängert. Neu eingeworben wurden unter anderem die Forschungsgruppe zu Menschenrechtsdiskursen in der Migrationsgesellschaft, Sprecher Jürgen Bast, und das internationale Graduiertenkolleg Accelerating Crop Genetic Gain mit der University of Queensland als Partner, Sprecher Rod Snowden. Auch der neue Löwe-Schwerpunkt Humane und zoonotische Coronaviren wurde mit Partnern in der Medizin, in dem Fall mit unseren Nachbaruniversitäten in Frankfurt und Marburg, eingeworben, Sprecher John Seymour. Die zahlreichen Forschungserfolge bescheren uns seit Jahren kontinuierlich steigende Drittmitteleinnahmen. Im vergangenen Jahr konnten wir den Rekordwert von 128 Millionen Euro an Forschungsfördermitteln und eigenen weiteren Einnahmen verzeichnen. Vor diesem Hintergrund sind wir auch mit Blick auf die in Kürze startende neue Runde der Exzellenzstrategie zuversichtlich. Mit unserem vor 2 Jahren aktualisierten LIBIG-Konzept haben wir diejenigen Forschungsthemen identifiziert, in denen wir gemeinsam mit Partnerinstitutionen aktiv werden wollen. Zu diesen Exzellenzaktivitäten zählen in jedem Fall Fortsetzungsanträge für die bereits bestehenden Exzellenzcluster Cardiopulmonary Institute und Post-Lithium Storage sowie ein Neuantrag zum Thema The Adaptive Mind, für den wir auch eine Anschubfinanzierung des Landes Hessen erhalten. In Kürze wird ebenfalls die 4. Auflage des Professorinnenprogramms ausgeschrieben werden. Auch hierauf bereiten wir uns mit großer Zuversicht vor. Die JLU ist in allen 3 bisherigen Runden dieses Programms gefördert worden und wir haben auf der Grundlage unseres Gleichstellungskonzeptes viele Zwischenerfolge auf dem Weg zu einer Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen erreichen können. Ganz aktuell liegen wir bei 34% Professorinnenanteil und damit an der Spitze aller hessischen Universitäten. 40% der Präsidiumsmitglieder sind weiblich und sogar 60% der Hochschulratsmitglieder. All diese Zahlen belegen, dass wir auf einem guten Weg zu einer Geschlechterparität auf allen Ebenen sind, dass aber auch noch ein ganzes Stück des Weges vor uns liegt. In Studium und Lehre haben wir ein ereignisreiches Jahr erlebt. Die Zahl der Erstsemester ist in diesem Wintersemester anders als an vielen anderen Hochschulen nur leicht auf knapp 5.500 zurückgegangen. Eine Reihe von innovativen Studienangeboten wurde neu entwickelt, so unter anderem der neue duale Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaften, gemeinsam mit der TH Mittelhessen und unserer Universitätsklinik, der neue interdisziplinäre Studiengang Intercultural Communication and Business
sowie die auf Nachhaltigkeitsthemen bezogenen Studiengänge Sustainable Chemistry und Sustainable Transition. Seit einem Jahr arbeiten wir zudem an einer neuen Gesamtstrategie für Studium und Lehre an der JLU, denn wir werden uns in den 20er Jahren auf eine veränderte Nachfrage- und Wettbewerbssituation einzustellen haben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, ein sogenanntes Ökosystem Liberal Arts aufzubauen, also ein völlig neues Angebot aus mehr oder weniger frei kombinierbaren Lehrangeboten aus allen Fachbereichen, mit denen man ein Studium generale traditioneller Art absolvieren kann, ab einem bestimmten Umfang Zertifikate erwerben kann und im Maximalumfang von 180 Credit Points auch einen allgemeinen Bachelorgrad erwerben kann. Die Entwicklung eines solchen Liberal Arts Angebots wird für die JLU eine ausgesprochen bedeutsame Entwicklung sein, weil wir mit einem solchen Angebot eine wichtige Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse bei Studieninteressierten geben können. Wir beabsichtigen bereits im kommenden Wintersemester mit einer kleinen Pilotkohorte zu starten und den in dieser ersten Kohorte Studierenden die Möglichkeit zu geben, den Studiengang mit uns gemeinsam zu Ende zu entwickeln und damit aus studentischer Perspektive stark mitzugestalten. Und schließlich arbeiten wir ebenfalls an einer Weiterentwicklung unseres stark nachgefragten digitalen internationalen Studienangebots im Virtual International Program, das wir während der Corona-Pandemie buchstäblich aus dem Boden gestampft hatten. Auch in der Lehre gab es im Jahr 2022 eine Reihe von besonderen Erfolgen und Auszeichnungen. So wurde gerade am gestrigen Tag der Hessische Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre 2022, dotiert mit 10.000 Euro, an das studentische Projekt Wahlfach Klimasprechstunde an unserem Fachbereich Medizin vergeben. Ich gratuliere den JLU-Studierenden Hanna Füllbert, Laura Gersbacher, Leonard Meyer, Carina Körner, Miriam Hoppahn, Lisa Nieberle, Emma Tischbier, Magdalena Dennela, Sibel Savas und Hannes Kreisel sowie ihren Marburger Kommilitonen sehr herzlich hierzu. Meine Damen und Herren, auch während der Pandemie liefen unsere Bau- und Sanierungsprojekte weiter. Die entsprechenden Feierlichkeiten haben wir zum Teil in diesem Jahr nachgeholt, so die Eröffnung der neuen historischen Gewächshäuser im Botanischen Garten, die Einweihung des Neubaus für das Graduate Center and Research Center for the Study of Culture, die Eröffnung des Center for Infection and Genomics of the Lung sowie die Grundsteinlegung für den Neubau der Universitätsbibliothek. Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen bleibt allerdings festzuhalten, 60% unserer Flächen sind weiterhin erneuerungs- und sanierungsbedürftig und wir sind diejenige Universität in Hessen, die die meisten Flächen aufweist, die älter als 40 Jahre sind. Kurzum, es bleibt in den 20er und 30er Jahren eine Kernaufgabe, die bauliche Ertüchtigung dieser Universität auf allen Campi voranzutreiben. 2022 ist das Jahr, in dem wir die Feierlichkeiten zu 5 Jahren Forschungscampus Mittelhessen nachgeholt haben. Dieser Verbund der 3 mittelhessischen Hochschulen hat sich seit 2016 sehr erfolgreich entwickelt und wird vom Wissenschaftsrat als ein Best-Practice-Beispiel angesehen. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Phase ebenfalls eine substanzielle Landesförderung erhalten werden und uns auf weitere gemeinsame Aktivitäten auch im Transferbereich vorbereiten werden. Es ist darüber hinaus ausgesprochen erfreulich, dass wir in diesem Jahr die Verbindungen zu weiteren Partnern ausbauen konnten. Hervorheben will ich an dieser Stelle 3 Entwicklungen. Das Land Hessen hat die Mittel bereitgestellt, um im kommenden Jahr mit dem Bau eines neuen außeruniversitären Instituts für Lungengesundheit zu beginnen, das, so hoffe ich, nun auch zeitnah als Bund-Länder-Institut auf Dauer eingerichtet werden wird. Das Marburger Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung baut seinen Gießener Standort aus, denn hier in Gießen wird der neue vom Land Hessen geförderte Schwerpunktbereich historische Erinnerung und kulturelles Erbe, Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945 eingerichtet. Und schließlich konnten 2 neue Stiftungsprofessuren eingerichtet werden, zum einen für internationale Ernährungssicherung, gefördert von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und zum anderen für Human-Animal Studies, finanziert vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft. Meine Damen und Herren, man sieht also, der Universität ist es gelungen, auch in einem Annus Horribilis wie 2022 große Forschungserfolge zu erringen, Studium und Lehre gut zu gestalten und Beiträge zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. All dies sind die Leistungen der über 32.000 Mitglieder und Angehörigen dieser Universität, denen ich für ihr Engagement, ihren Fleiß und ihre Tatkraft
sehr herzlich danken möchte. Danken will ich an dieser Stelle aber auch den vielen Freunden und Förderern dieser Universität, darunter dem Land Hessen, unserem Eigentümer, der Universität Stadt Gießen, unseren Partnereinrichtungen in der Region und darüber hinaus, für diese Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten. In einer Zeit des Gegenwinds, auf die wir uns, so der Bundespräsident vor kurzem, in den kommenden Jahren einstellen müssen, ist es von besonderer Bedeutung, Freunde und Förderer, verlässliche Partner und Unterstützer an unserer Seite zu wissen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Verliehen und dazu bitte ich Herrn Daniel Selzer und Herrn Dr. Wolf auf die Bühne als Vertreter der Stifterfirmen von Pfeiffer. Herr Selzer ist hier Geschäftsführer, Herr Dr. Wolf ist stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Schunk-Stiftung, die diesen Preis dankenswerterweise und mit großem Engagement seit langem unterstützen und ermöglichen. Aber der Preis geht wichtigste Person an Frau Dr. Greenberg und sie wird heute geehrt, ich darf Sie auch auf die Bühne bitten, für ihre hervorragenden, grundlegenden Forschungen in der Radioastronomie. Frau Greenberg ist die zweite Preisträgerin, die in diesem Feld forscht und warf gestern ein, sie wäre noch im Kindergarten gewesen, als das letzte Mal an diese Fachrichtung ging. Sie sehen schon, das ist eine sehr fundamentale Wissenschaft, die vielleicht nicht die größte Sichtbarkeit hat, aber Ihre Forschungen tragen sicherlich zu einem globalen Verständnis unserer Umwelt im weiteren Sinne bei. Das heißt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wo drin befinden wir uns eigentlich? Und sie schafft es durch ihre Forschungen, die sie Ihnen nachher kurz vorstellen will, Einblicke in diese durchaus faszinierende Welt zu geben. Ja, damit möchte ich ins Mikro sprechen. Damit möchte ich ins Mikro sprechen und habe die Ehre, die Urkunde zu verlesen. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Viktoria Greenberg in Anerkennung ihrer herausragenden Untersuchungen zum Thema von Röntgen-Doppelsternen zum Verständnis von Winden massenreicher Sterne den Röntgenpreis des Jahres 2022. Gießen, den 25. November 2022, der Präsident Mukherjee. Und als Andenken bekommen Sie noch eine sehr schöne Bronze, die auch ermöglicht wurde. In den letzten Jahren sind sehr ähnlich, auch sehr groß in Gießen zu sehen. Ja. Gut. Dann wird Ihnen die Preisträgerin gleich in einem sehr kurzen Vortrag. Ich danke Ihnen nochmals und ich darf Sie gerade in diesem Jahr kurz für 3 Minuten zu den Sternen entführen. Und zwar ist es so, dass
unser eigener Stern, unsere eigene Sonne, ein typischer Stern ist. Ein Zwergstern, schön, verhält sich ganz nett, ist langlebig, macht nichts Besonderes, wunderbar für uns hier auf der Erde. Das sind die meisten Sterne da draußen. Das sind so diese kleinen Sterne, die da oben mit M oder K bezeichnet sind. Es gibt aber auch Riesensterne, O- oder B-Sterne, 50 bis 300 Mal so schwer wie unsere Sonne. Millionen bis Milliardenfach so leuchtstark, leben sehr schnell, beenden ihr Leben als Supernova, also in einer riesengroßen Explosion, und sind für uns erstaunlich wichtig, denn ich, Sie, dieses wunderbare Gebäude hier, wir alle bestehen aus Elementen, die in diesen Sternen entstanden sind. Was mich jetzt aber interessiert, ist nicht das Sterben dieser Sterne, sondern wie diese Sterne leben und wie sie während ihres Lebens einen Teil des Materials als Wind abstoßen. Warum interessiert mich das? Weil wie wir leben, bestimmt, wie wir sterben. Und das so ähnlich ist das für die Sterne. Das Problem ist jetzt, so ein Stern schaut auf dem Himmel wie ein Punkt aus. Den kann ich, manche Sachen kann ich gut untersuchen, aber so Sachen, die abstößt, eigentlich nicht. Was ich dafür mache, ist, ich bediene mich eines Labors, das die Natur mir zur Verfügung stellt. Und was passiert ist, ich habe so einen Stern, das sehen Sie da in dem Cartoon, und da stößt so ein Wind ab von der Oberfläche. Und in der Nähe eines solchen Sterns, bei manchen davon, sitzt ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern. So schwarzes Loch hat man vielleicht aus Science-Fiction-Filmen gehört, die existieren aber tatsächlich. Material von diesem Stern fällt auf das schwarze Loch oder den Neutronenstern und wird dabei sehr heiß und strahlt dabei Röntgenstrahlung aus. Was ich also habe, ist eine Röntgenquelle, die irgendwo sitzt und durch irgendwas durchstrahlt. Das ist so ähnlich wie bei Ihrem Zahnarzt, wenn er so ein Röntgengerät in Ihren Mund reintut, um Ihre Zähne zu untersuchen. Das heißt, was ich eigentlich bin, ich bin eine Zahnärztin für Sterne gewissermaßen. Und was ich versuche, diese Röntgenstrahlen müssen wir natürlich irgendwie aufnehmen. Und das tun wir, na, letzter Knopf, so, mit Satelliten. Denn die Röntgenstrahlung aus dem Weltraum kommt nicht hier auf die Erde runter. Und das ist auch gut so, sonst hätten wir doch viel, viel größere Probleme, als wir jetzt haben. Was ich jetzt in meiner Forschung gemacht habe, ich habe Methoden entwickelt, mit denen man die Strahlung, die wir empfangen, die Variabilität dieser Strahlung, verschiedene Eigenschaften dieser Strahlung dafür verwenden kann, um die Eigenschaften dieser Sterne und die Eigenschaften ihrer Ausflüsse zu untersuchen, unter anderem um zu zeigen, dass diese Winde nicht schön und gleichmäßig sind, sondern stark verwirbelt sind und Klumpen haben. Und das hat alle möglichen Implikationen in dem Bereich eben der Astrophysik. Und damit danke ich Ihnen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zur Verleihung des Preises der Justus-Liebig-Universität Gießen. Es gibt in diesem Jahr, wie Sie der Programmkarte entnehmen können, zwei Preise der JLU. Der Preis der JLU Gießen wird verliehen mit Mitteln der Stiftungen Vereinigte Ludovikianer und Osan Bollwitz und zeichnet Leistungen des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses, also der Early Career Researchers, wie es neudeutsch heißt, auf Habilitationsniveau aus. Wie ich schon eben sagte und wie es der Programmkarte nehmen können, gibt es in diesem Jahr zwei Preise der JLU. Ich darf zunächst auf die Bühne bitten Herrn Professor Eli El Agar. Ich darf zunächst die Urkunde vortragen. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Professor Eli El Agar in Anerkennung seiner insgesamt herausragenden wissenschaftlichen Publikationsleistung, zum Beispiel in folgendem Artikel:
two-way conversion between lipogenic and myogenic fibroblastic phenotypes marks the progression and resolution of lung fibrosi, sowie seines sonstigen wissenschaftlichen Oeuvres den Preis der Justus-Liebig-Universität Gießen für das Jahr 2022, Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Auch Herr El Agar wird Ihnen jetzt in einem Ultra-Kurzvortrag sagen, worum es eigentlich geht. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin auch sehr dankbar für diese Ehrung. Für den wissenschaftlichen Teil würde ich gerne auf Englisch weitermachen, wenn es geht. So in recent years, our research has focused on idiopathic pulmonary fibrosis, and this is a devastating and lethal lung disease to which there is currently no cure. So I just put things in perspective, I show this slide here, so you can compare the five-year survival rate of IPF, or idiopathic pulmonary fibrosis, and all the different types of cancers that are known to us. And you can see here, appreciate that IPF shows really like worse survival than most of these cancers. And I will not go too much into the biology or the pathophysiology of this disease. I would like to switch the slide. Okay, so this is like the structure of a normal lung. So this is where the gas exchange takes place. And in IPF, there is like massive destruction of this structure of the lung. So the lung basically turns into a block of cement, and then the patients unfortunately die of respiratory failure. So our contribution to the field was to try to understand the pathomechanism that take place that lead to lung fibrosis development. And not only this, but we were also studying how we can reverse the lung structure from the fibrotic phenotype to the normal phenotype. And more importantly, we identified a pathway that could potentially be used in human patients. And in this other paper we published a couple of years back, we identified the first-line antidiabetic compound, metformin, that it could potentially be used to treat lung fibrosis in patients. And in addition to these contributions, we also study other global regeneration mechanisms in the lung. I'm showing here a couple of examples, not only in the context of lung fibrosis, but also in the context of the injury to the airways. And I was asked to speak only for 3 minutes, so I will keep it short, and I would like to take this chance to thank all the people, of course, who made this possible, particularly my mentors, collaborators, colleagues, and friends, without whom, of course, none of this would have been possible. And of course, special thanks go to my wife for her continued support, and also my parents back home, my brothers. This means a lot to me, this prize. I'm very happy. Thank you all for your attention. Ein zweiter Preis der JLU wird in diesem Jahr verliehen an Herrn Juniorprofessor Dr. Sven Heiles, den ich auch jetzt zunächst auf die Bühne bitten möchte. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Juniorprofessor Dr. Sven Heiles in Anerkennung seiner herausragenden Forschungsarbeit Lipid Structures and Spatial Distributions Elucidated by High-Performance Mass Spectrometry sowie seines sonstigen wissenschaftlichen Oeuvres den Preis der Justus-Liebig-Universität Gießen für das Jahr 2022. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es folgt der dritte und letzte Kurzvortrag für den heutigen akademischen Festmarkt. Herr Heiles, die Bühne gehört Ihnen.
Ja, erstmal auch vielen Dank für die Ehrung und für die Unterstützung der JLU über die Jahre, die da zu diesem Preis auch führen konnte. Ich werde nicht hoffentlich Sie mit Massenspektrometrie langweilen, sondern will Ihnen zeigen, wie wir uns für Lipide interessieren und Lipide, wie die einen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können. Und dafür wollten wir Methoden, vor allem bildgebende Methoden, entwickeln. Wieso also Lipide, die hauptsächlich unsere Zellmembran aufbauen, einen großen Einfluss haben und natürlich auch über Ernährung beispielsweise gesteuert werden können. Lipide, der Ort der Lipide, aber auch die Struktur der Lipide spielt maßgeblich zu diesen Veränderungen bei. Und hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, unsere Arbeit, wo wir zeigen konnten, dass sogar in einzellulären Organismen, hier gezeigt, auf der rechten Seite diese eine Zelle und auf der linken Seite in Rot, Grün und Blau sieht man einzelne Lipide, die schon auf zellulärer Ebene unterschiedliche Verteilungen aufweisen und dementsprechend auch moduliert werden können, wenn dieser Organismus sich verändert. Das ist aber natürlich ein stereotypisches Beispiel. Und ein anderes Beispiel, was für die Gesundheitsforschung wichtiger ist, ist hier gezeigt, dass die Struktur sich ändern kann von Lipiden. Man hat nämlich vermutet, dass in Krebs eine Transformation, die hier gezeigt ist, eine große Rolle spielt, die hier diese zwei Striche einführt. Wenn man das aber unterdrücken will, dann machen viele Krebszellen einfach eine weitere Transformation, nämlich diese hier gezeigte, und können trotzdem weiterhin überleben. Das heißt, auch die Struktur dieser neu gebildeten Verbindung hier, die einfach nur diesen Doppelstrich an einer anderen Stelle hat, ein sogenanntes Isomer, spielt eine maßgebliche Rolle. Und am Ende wollen wir diese strukturellen Veränderungen in Verbindung bringen mit dem Ort, nämlich auch wieder in Krebsgewebe ist beispielsweise hier gezeigt, dass diese Lipide diagnostisch sind und sich verändern in diesem Gewebe. Auf der linken Seite ist Tumorgewebe gezeigt, was klassisch pathologisch untersucht wurde. Und auf der rechten Seite ist gezeigt die Lipidverteilung, wieder in Rot, Grün und Blau. Und die korreliert ganz eindeutig mit den verschiedenen histologischen Regionen in diesem Tumor. Das bedeutet, in meiner Arbeit und auch in der zukünftigen Arbeit entwickle ich Methoden, wie wir die metabolischen Prozesse hier verstehen können, in solchen Krankheitsprozessen. Und das ist zum Beispiel hier nochmal gezeigt in Pankreasgewebe. Das kennt man vielleicht, diese roten Regionen produzieren Insulin, Langerhansinseln genannt. Und hier konnten wir mit unseren entwickelten Methoden zeigen, dass Isomere hier von Lipiden korrelieren mit diesen Regionen. Und das sind natürlich für Diabetesgewebe oder Diabeteserkrankungen von besonderer Bedeutung, was sich hier auf metabolischer Ebene verändert. Und zusätzlich konnten wir noch auch auf zellulärer Ebene Lipide, Anreicherung von Lipidtropfen, die sind hier in Rot gezeigt, besser lokalisieren, weil auch krankhafte Zellen solche Lipidtropfen ausbilden. Und wir können nun mit unseren Methoden diese Lipidtropfen darstellen und ernähren uns immer weiter den klassischen mikroskopischen Methoden an. Das heißt, wir haben molekulares Verständnis für krankhafte Veränderungen der Lipide. Nochmal vielen Dank für den Preis. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die vom Präsidium eingesetzte Auswahlkommission zur Verleihung der Auszeichnung für Arbeiten der Geschichte der Justus-Liebig-Universität Gießen hat Herrn Per Morten Bröwe auf Vorschlag von Frau Professorin Dr. Hanna Ahlheim aus dem Fachbereich 4 für seine herausragende Bachelorarbeit Denunziation, Verdrängung, Arisierung, der Gießener Schuhhandel im Nationalsozialismus sowie das hochschulpolitische Engagement von Herrn Bröwe eine finanzielle Anerkennung zugedacht. Es werden hierbei Arbeiten ausgezeichnet bzw. gefördert, die sich mit der Geschichte der Justus-Liebig-Universität im weitesten Sinne befassen. Herr Bröwe, ich darf Sie auf die Bühne bitten. Die Justus-Liebig-Universität Gießen gewährt
Per Morten Bröwe für seine herausragende Bachelorarbeit zum Thema Denunziation, Verdrängung, Arisierung. Der Gießener Schuhhandel im Nationalsozialismus, die Auszeichnung für Arbeiten zur Geschichte der Justus-Liebig-Universität Gießen für das Jahr 2022. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Meine Damen, meine Herren, wir kommen jetzt zur Verleihung des Dr. Herbert Stolzenberg Preises bzw. der Dr. Herbert Stolzenberg Preise. Wir werden heute drei Preise verleihen, zwei Preise an Nachwuchswissenschaftlerinnen und einen Preis in der Sektion des Lehrpreises der Herbert Stolzenberg Stiftung. Kurz zur Einordnung der Stiftung. Herbert Stolzenberg war ein ehemaliger Bankdirektor in der Stadt Gießen, der diese Stiftung ins Leben gerufen hat zur Förderung der Wissenschaft, der Forschung, der Bildung, und zwar in einzelnen Bereichen, nämlich im Bereich des Rechtes, der Wirtschaftswissenschaften, der Chemie und der Humanmedizin. Das Ziel der Stiftung ist die Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern und insbesondere aber auch die Förderung von Leistungen im Bereich der Lehre. Ich darf Herrn Matthias Kamps auf die Bühne bitten, den Vertreter der Commerzbank, der stiftenden Firma. Ganz herzlichen Dank, Herr Kamps, dass Sie uns weiterhin auch unterstützen mit der Stiftung. Und ich komme damit auch zur Verleihung der einzelnen Preise. Und hier verleihen wir die Preise an die beiden Nachwuchswissenschaftlerinnen heute in absentia. Das heißt, ich werde Ihnen die Urkunden verlesen, kann aber leider niemandem die Hand drücken. Das kommt aber noch beim dritten Preis. Genau, das holen wir nach. Genau, dafür drücken wir dann um. Ja. Zunächst verleiht die Justus-Liebig-Universität Gießen der Juniorprofessorin Dr. Jelena von Achenbach in Anerkennung ihrer herausragenden Habilitationsschrift Politische und militärische Integration in der Verteidigungspolitik der Europäischen Union, eine verfassungs- und verwaltungsrechtliche Untersuchung zur Europäisierung der militärischen Handlungsfähigkeit sowie ihres sonstigen wissenschaftlichen Övres, den Dr. Herbert Stolzenberg-Preis des Jahres 2022 in der Sektion Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Die Kollegin ist im Fachbereich 01 beheimatet. Ganz herzliche Glückwünsche an Sie und ich bitte auch Sie um einen kleinen Applaus für die Kollegin in absentia. Damit komme ich zum zweiten Dr. Herbert Stolzenberg-Preis, den wir am heutigen Tag verleihen an Dr. Teresa Gatti, auch hier in absentia. Das heißt, ich werde Ihnen die Urkunde auch hier nur vorlesen können. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Teresa Gatti in Anerkennung ihrer herausragenden Forschungsarbeit zum Thema Herstellung und Charakterisierung von komplexen Materialien für nachhaltige und umweltfreundliche Energiekonversion bei der Nutzung von Sonnenenergie zur Herstellung von chemischen Energieträgern, Solar Fuels, sowie ihres sonstigen wissenschaftlichen Övres, den Dr. Herbert Stolzenberg-Preis des Jahres 2022 in der Sektion Chemie. Dr. Gatti ist eine Kollegin aus dem Fachbereich 08 Biologie und Chemie. Auch hier bitte ich Sie um einen Applaus für die Preisträgerin. Und damit habe ich nun die große Freude, den dritten und letzten Preis, den Preis im Kontext der Unterstützung von herausragenden Lehrprojekten, nicht mehr in absentia, sondern in Präsenz zu verleihen an Herrn Axel Langner, den ich jetzt auf die Bühne bitten möchte. Vielleicht hier neben die... Das ist eine schöne Idee. Lieber Langner, ich freue mich sehr, Ihnen jetzt auch sozusagen von Auge zu Auge die Urkunde für Ihren Preis vorlesen zu dürfen. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Axel Langner in Anerkennung seiner exzellenten Lehrleistungen und seines herausragenden Engagements in der akademischen Lehre den Dr. Herbert Stolzenberg Lehrpreis des Jahres 2022 in der Sektion Chemie. Auch Sie kommen aus dem Fachbereich Biologie und Chemie. Ganz herzliche Glückwünsche. Applaus.
Wir kommen nun zur Vergabe der Dr. Dieter und Sigrun Neukirch-Preise auf den Gebieten der Archäologie, der klassischen Sprachen und der Geographie an der JLU dient der Preis der Förderung herausragender wissenschaftlicher Abschlussarbeiten. In diesem Jahr hat sich der Vorstand der Neukirch-Stiftung für herausragende Arbeiten aus den Bereichen der klassischen Philologie und der Geographie entschieden. Ich darf zunächst Herrn Dr. Des Maximilian Höhl auf die Bühne bitten. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Des Maximilian Höhl für seine Dissertation mit höchster Auszeichnung Leben in Triumphen, der römische Triumph als konzeptuelle Metapher in der Literatur der späten Republik und frühen Kaiser den Dr. Dieter und Sigrun Neukirch-Preis des Jahres 2022 in der Sektion Klassische Philologie Latinistik. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. So, dann darf ich Dr. Isaac Gries auf die Bühne bitten. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Isaac Gries für seine herausragende Dissertation Paleogeography of Egypt about 2000 BP, Geospatial Analysis and Cartographic Verification of the Journey of the Holy Family using GIS and Remote Sensing, den Dr. Dieter und Sigrun Neukirch-Preis des Jahres 2022 in der Sektion Geographie. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least darf ich Frau Happel auf die Bühne bitten. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Sina Happel für ihre herausragende Masterarbeit Anpassung an den Klimawandel zur Erhöhung urbaner Resilienz, eine Analyse des integrierten Klimaschutzteilkonzeptes der Stadt Offenbach am Main, den Dr. Dieter und Sigrun Neukirch-Preis des Jahres 2022 in der Sektion Geographie. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch, Frau Happel. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zu den Dissertationsauszeichnungen. Wie Sie sehen, habe ich mir Verstärkung mitgebracht, nämlich Professor Volker Wissemann, der neben eben die spezielle Botanik die Professur innehat, die Leitung des Botanischen Gartens und der Hermann-Hofmann-Stiftung, bist du außerdem der Vorsitzende der Gießener Hochschulgesellschaft. Und hier haben wir auch eine Besonderheit, die auszuzeichnenden Dissertantinnen und Dissertanten bitte ich dann, auf der Bühne zu bleiben, damit wir dann noch ein gemeinsames Foto machen können. Also nicht wieder verschwinden, sondern hier bei uns oben bleiben. So, wir kommen zu Sektionen der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und ich darf Frau Dr. Lena Berg auf die Bühne bitten. Frau Dr. Lena Berg bekommt für ihre Dissertation Systembildung im europäischen Zivilprozessen, Möglichkeiten und Grenzen einer Konsolidierung der Kern
Verordnungen des europäischen Zivilverfahrensrechts den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-2022 innerhalb der Sektion Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Gießen den 25. November 2022 der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zum zweiten Preis und leider in absentia, die Preisträgerin selber ist nicht da. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Andrea Sempertegui für ihre Dissertation Weaving Resistance, the Amazonian Women's Struggle Against Extractivism in Ecuador, den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-22 innerhalb der Sektion Sozial- und Sportwissenschaften sowie Psychologie, Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Dann darf ich Frau Dr. Susanne Katharina Christ auf die Bühne bitten, die in den Sektionen Sprach, Literatur, Kultur und Geschichtswissenschaften sowie Philosophie. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Susanne Katharina Christ für ihre Dissertation Fictions of Dementia, Narrative Modes of Presenting Dementia in Anglophone Novels, den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-2022 innerhalb der Sektion Sprach, Literatur, Kultur und Geschichtswissenschaften sowie Philosophie, Gießen, den 25. November 2022, der Präsident. Willkommen zu den Naturwissenschaften und ich darf Dr. Philipp Clement hier auf die Bühne bitten zu uns. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Philipp Clement für seine Dissertation Interface Phenomena in Two-Dimensional Materials, Grenzflächenphänomene in zweidimensionalen Materialien, den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-22 innerhalb der Sektion Naturwissenschaften Gießen, den 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf Dr. Roswitha Aumann auf die Bühne bitten für die Sektion Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Roswitha A. Aumann für ihre Dissertation Development of the CRISPR-Cas9-based Tools and Strains to Improve the Sterile Insect Technique in the Mediterranean Fruit Fly, Keratitis capitata, den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-2022 innerhalb der Sektion Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement, Gießen den 25. November 2022, der Präsident. Ich darf Herrn Dr. Fabian Johannes Flieger auf die Bühne bitten für den Preis der Sektion Veterinärmedizin, Tierbiologie, Medizin, Zahnmedizin und Humanbiologie. Applaus
Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Herrn Dr. Fabian Johannes Flieger für seine Dissertation Multimodale Analysen von Lipiden, Lipidmetaboliten und relevanten Enzymen im Gehirn der Maus unter dem Einfluss von Omega-3-Fettsäuren während systemischer Entzündung den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-22 innerhalb der Sektion Veterinärmedizin, Tierbiologie, Medizin, Zahnmedizin und Humanbiologie. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu den Preisen sektionsunabhängig. Ich darf Dr. Andrea Züger auf die Bühne bitten. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Dr. Andrea Züger für ihre Dissertation Erzählen über den Tod hinaus, eine ethnografische Studie über das Transformieren von generativen Erzählungen in der würdezentrierten Therapie. Den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-2022 als sektionsunabhängige Auszeichnung. Gießen, den 25.11.2022. Der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und wir kommen zur letzten Auszeichnung, sektionsunabhängig, und ich darf Frau Dr. Garima Maheshwari auf die Bühne zu uns bitten. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht Frau Dr. Garima Maheshwari für ihre Dissertation Biotechnological Production and Nutritional Evaluation of Basidium Mycetes Proteins den Preis für die beste Dissertation des akademischen Jahres 2021-22 als sektionsunabhängige Auszeichnung. Gießen, 25. November 2022, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Widerstände fotografieren. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Verleihung des DAAD-Preises. Der DAAD-Preis wird an der JTU in jedem Jahr vergeben für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender. Und es geht ausdrücklich auch darum, hier besondere Leistungen zu würdigen im Bereich des sozialen, gesellschaftlichen oder auch kulturellen Engagements. Und wir wollen in dieser Form insbesondere unsere Studierenden hier würdigen und ihnen auch sozusagen eine Plattform bieten für eine Sichtbarkeit ihres besonderen Engagements. Ich darf zunächst Herrn Präsident Mukherjee auf die Bühne bitten, als Vertreter des DAAD. Ja, ich glaube, vorstellen muss ich ihn ja nicht extra. Das war meine Regieanweisung. Denn Sie wissen ja alle, Herr Mukherjee ist auch seit 2012 bis 2019 zunächst als Vizepräsident für den DAAD tätig gewesen und jetzt seit Januar 2020 als Präsident tätig. Von daher sind wir sehr froh, dass wir Sie in dieser Doppelrolle hier haben und jetzt auch gemeinsam diese Preisverleihung hier vornehmen können. Ich darf also nun Frau Yi Cheng Fu zu mir nach vorne bitten, zu uns nach vorne bitten. Wir wollen es ja gemeinsam machen.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Hochschulen. Er fördert mit öffentlichen Mitteln die internationale akademische Zusammenarbeit, insbesondere den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Die ausländischen Studierenden an unseren Hochschulen bereichern die Hochschulgemeinschaft sowohl in kultureller als auch in akademischer Hinsicht. Um dies zu würdigen, stellt der DAAD jährlich den Hochschulen Mitteln zur Vergabe eines Preises an hervorragende ausländische Studierende zur Verfügung. Die Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht den DAAD-Preis 2022 für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an Yisheng Fo. Wir beglückwünschen Sie zu dieser Auszeichnung und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Aufenthalt in Deutschland viel Erfolg. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach Abschluss Ihres Studiums weiterhin die Verbindung mit uns aufrechterhalten würden. Herr Präsident. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vormittag ist voller Überraschungen. Nach 2 Jahren Pandemie müssen die Abläufe noch mal ein bisschen sich ritualisieren. Wir haben dort einen kleinen Technikumbau, neue Mikrofonanlage, neue Herausforderungen. Deswegen übernehme ich mal dieses Mikrofon, um Herrn Kollegen Haug einzuführen. Das Pult müsste auch auf die Körpergröße von Herrn Haug eingestellt werden. Gibt es einen Unterschied? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Gerald, dass du heute hier für die Festrede dabei bist, bei diesem besonderen Tag in unserem Jahreslauf als Universität. Und es ist sicherlich nicht zu viel gesagt, wenn ich doch auch sage, das ist ein weiterer Höhepunkt dieses akademischen Festaktes. Eigentlich brauche ich dich gar nicht vorzustellen. Du bist, wie man so schön sagt, aus Funk und Fernsehen ja spätestens seit der Pandemie vielen bekannt. Ich glaube, heute wird jeder etwas mit Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften, in Halle an der Saale etwas anfangen können, und zwar auch weit außerhalb unserer Sphäre der Wissenschaft. Deswegen will ich es kurz halten. Ich gehe davon aus, dass Sie Herrn Haug einordnen können. Er ist Klimaforscher, und ich darf von seiner eigenen Homepage auf der Leopoldina kurz zitieren, wie seine eigene Forschungsarbeit einzuordnen ist. Dort heißt es, ich zitiere, Gerald Haug ist Klimaforscher, Geologe und Paläozeanograf. Er erforscht die Entwicklung des Klimas der letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen. Dafür untersucht er Sedimentkerne, die aus dem Grund von Ozeanen und Seen herausgebohrt werden. Die verschiedenen Sedimentschichten geben in ihrer chemischen Zusammensetzung Hinweise auf Klimabedingungen zu der Zeit, in der sich die jeweilige Schicht ablagerte. So rekonstruiert Haug historische Klimabedingungen und deren Veränderung. Er ist aber heute mindestens genauso stark hier als Präsident der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, eine Funktion, die er seit 2020 ausübt und in der er eben ja auch die große Expertise, die sich in der Leopoldina versammelt, mit den führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, davon ja auch einige an dieser Universität, bündelt. Herr Haug hat viele Identitäten, auf die ich gar nicht hier alle eingehen kann und auch nicht möchte, weil es sehr zahlreiche verschiedene Funktionen sind. Er ist Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der ETH. Er ist vor allen Dingen aber auch seit 2015 Direktor der Abteilung Klimageochemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz und wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft. Und er hat vorher eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Stationen auch im Ausland, auch in den USA, auch in Kanada verbracht. Er ist in einer Reihe von wichtigen wissenschaftlichen Gremien, Beratungsgremien, Kuratorien, führender Forschungsinstitutionen tätig und ist, das darf ich abschließend sagen, sicherlich einer der ganz einflussreichen
Wissenschaftsmanager und führenden Wissenschaftler dieser Republik und weit darüber hinaus. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du uns jetzt Gedanken mit uns teilst zum Thema Wissenschaftssystem in der Zeitenwende. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Mukherjee, lieber Dani, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Mitglieder des Hochschulrates, sehr geehrte Senatorinnen und Senatoren, Spectabilis, sehr geehrte Angehörige der Justus-Liebig-Universität, sehr geehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur, meine Damen und Herren. Wenn wir der Coronavirus-Pandemie gute Seiten abgewinnen wollen, dann gehört für mich die Erfahrung dazu, nach einer Zeit der nahezu ausschließlich digitalen Kommunikation traditionsreiche Veranstaltungen neu wertschätzen zu können. Daher freut es mich außerordentlich, von Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Dani, eingeladen worden zu sein, den wissenschaftspolitischen Festvortrag auf dem diesjährigen akademischen Festakt der Justus-Liebig-Universität zu halten. Haben Sie herzlichen Dank, lieber Dani, habt herzlichen Dank für deine Einladung. Bevor ich auf mein Thema, das Wissenschaftssystem in der Zeitenwende, zu sprechen komme, möchte ich kurz erwähnen, dass es zwischen der Justus-Liebig-Universität und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina direkte historisch, aber auch ganz aktuelle Verbindungen gibt. So ist der Namenspatron ihrer Universität 1859 zum Mitglied der Leopoldina gewählt worden. Und, Dani, du hast es schon erwähnt, in der vergangenen Woche hatte ich die große Freude, erstmals den mit 250.000 Euro dotierten Grewe-Preis der Leopoldina zu vergeben, und zwar zu gleichen Teilen an den Gießener Chemiker Jürgen Jannik, der auch Mitglied der Leopoldina ist, und die Marburgerer und an die Marburger Physikerin Kerstin Volz. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Applaus wert. Das war wirklich eindrücklich, und zwar, wie die beiden wirklich mit ihren gemeinsamen Arbeiten, das war wirklich Teamgeist, nicht nur gespielt, sondern wirklich unglaublich eindrucksvoll bei der Erforschung von Hochleistungsbatterien weltweit führend sind. Sie bringen unser Wissen auf einem Forschungsgebiet voran, das für die Transformation der Energieversorgung höchst relevant ist und damit eben auch zur Gestaltung der Zeitenwende. Lieber Herr Mukherjee, lieber Dani, wenn ich dir als Präsidenten des DAAD für unsere enge Zusammenarbeit im Rahmen der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen danke, dann nähern wir uns dem Thema meiner Ansprache auch wissenschaftspolitisch an. Zur Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen gehören neben der Hochschulrektorenkonferenz und den vier großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Wissenschaftsrat, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, der DAAD und die Leopoldina. Gemeinsam nehmen die Mitglieder der Allianz zu Fragen der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und strukturellen Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems Stellung. Dabei standen in den letzten Monaten, wenig überraschend, die unmittelbaren Auswirkungen der Zeitenwende auf die Wissenschaft im Mittelpunkt. Und es zeigte sich, je schwieriger die Rahmenbedingungen
für das Wissenschaftssystem werden, umso wichtiger wird die Kooperation zwischen den Wissenschaftseinrichtungen. Meine Damen und Herren, der Wert dieses Engagements zeigte sich kürzlich. Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen machte mit einer gemeinsamen Stellungnahme zur Energiekrise auf die negativen systemischen Auswirkungen für Forschung, Lehre und technische Infrastruktur aufmerksam und unterstrich insbesondere die schwierige Lage der Studierenden. An die politischen Entscheidungsträger appellierte sie, Versorgungs- und Planungssicherheit für die Wissenschaft zu gewährleisten. Als Reaktion auf das Wirken der Allianz und ihrer Mitgliedsorganisationen berücksichtigt das Soforthilfegesetz Erdgas und Wärme und in der Tat Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen laut Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger in jedem Falle. Für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wurden Härtefallfonds eingerichtet. Für die Hochschulen beschloss die gemeinsame Wissenschaftskonferenz Anfang November ein umfangreiches Energieentlastungspaket. Dani, du hast es schon erwähnt. Darüber hinaus sollen auch für Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen Gas-, Fernwärme- und Strompreisbremsen gelten. Meine Damen und Herren, der Auslöser der Energiekrise ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der inzwischen seit mehr als einem halben Jahr andauert. Ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen zu den direkten Opfern der Geschehnisse. Neben den massiven existenziellen Risiken, denen sie tagtäglich ausgesetzt sind, bedroht die teilweise gezielte Zerstörung der Forschungsinfrastruktur die Zukunft des ukrainischen Wissenschaftssystems insgesamt. Bereits die Pandemie und ihre Eindämmung haben eindringlich gezeigt, von welch existenzieller Bedeutung ein gut funktionierendes Wissenschaftssystem für eine Gesellschaft ist und wie wichtig es ist, durch breit aufgestellte Forschung für künftige Krisen und Probleme gerüstet zu sein. Das gilt uneingeschränkt, selbstverständlich auch für Deutschland. Maßnahmen zur Vermeidung einer Lost Generation sollten auch im Wissenschaftssystem Deutschlands Priorität besitzen. Ein krisenresistentes Wissenschaftssystem, das für den wissenschaftlichen Nachwuchs attraktive Zukunftsaussichten bietet, ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Deutschland die multiple Krise nicht bloß verkraftet, sondern Anreize nutzen kann, die sie für Innovation setzt. Die Wissenschaft nimmt in der aktuellen Situation auch die Funktion einer von Politik und Medien gesuchten Ratgeberin wahr. Darin zeigt sich, dass gerade in gesamtgesellschaftlichen Krisen wissenschaftsbasierte Analysen und Handlungsoptionen, deren Urheber von politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen unabhängig sind, einen zentralen Beitrag zu rational nachvollziehbaren und somit konsensfähigen staatlichen Entscheidungen leisten können. Die wissenschaftsbasierte Beratung von Politik und Öffentlichkeit der Leopoldina hat während der Coronavirus-Pandemie, ich würde sagen, ihre erste Bewährungsprobe in einer gesamtgesellschaftlichen Krisensituation bestanden. Unter Wahrung unserer Unabhängigkeit, das ist ganz entscheidend, das ist unsere Monstranz, ebenso hoher Qualitätsstandards hat die Leopoldina eine Serie von Ad-hoc-Stellungnahmen zur jeweils aktuellen Situation vorgelegt, sowie weitere Stellungnahmen zu mittel- und langfristigen Aspekten der Pandemie erarbeitet.
Wir haben mit der Errichtung von Fokusgruppen, deren vorrangige Aufgabe es ist, eine bestimmte Thematik kontinuierlich zu beobachten, um schnell Beratungsaktivitäten zu initiieren, auch kurzfristig Stellungnahmen vorzulegen, im vergangenen Jahr begonnen. Meine Damen und Herren, der Begriff der Zeitenwende ist als politisches Schlagwort keineswegs neu, aber ist ein guter Begriff. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts nutzen ihn deutsche Politikerinnen und Politiker mit Bezug auf Ereignisse, die sie als große Zäsur ihrer Zeit wahrnahmen und durch welche sie sich politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen spürbar änderten. In den vergangenen 20 Jahren nahm seine Verwendung im politischen Raum deutlich zu und auch die Kontexte, in denen von einer Zeitenwende die Rede war, wurden vielfältiger. In seiner Regierungserklärung am 27. Februar diesen Jahres postulierte auch Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar und der seitdem andauernde völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg markiere den Ausgangspunkt einer radikalen Neuausrichtung in der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik, kündigte der Bundeskanzler an. Es gelte, die Resilienz Deutschlands zu stärken, technisch und gesellschaftlich, sowie technologisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Wie sich die Zeitenwende langfristig auch auf Forschungs- und Innovationspolitik auswirkt, ist eine offene Frage. Vor dem Hintergrund eines andauernden Krieges gilt es zurzeit, eine übergreifende Strategie mit klaren Zielen und konkreten Lösungsansätzen zu entwickeln. In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP vor fast genau einem Jahr verabredet, neue Impulse für die Wissenschafts- und Forschungslandschaft zu setzen. Missionsorientierung und Messbarkeit, Deregulierung und Dynamisierung, Diversifizierung und Internationalisierung sind zentrale Begriffspaare, unter die sich die Vision der Ampelkoalition zur Ausgestaltung einer langfristigen wissenschaftspolitischen Strategie subsumieren lassen. Bereits im Sommer gerieten die Visionen der Ampelkoalitionäre jedoch ins Wanken. Der Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner sah eine Steigerung des BMBF-Budgets um weniger als 1% vor. Die rasche Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen und die Erreichung der gesteckten Ziele rückte plötzlich in weite Ferne. Auch die Budgets der durch das Auswärtige Amt finanzierten und für den wissenschaftlichen Austausch zentralen Institutionen wie des DAAD, des Goethe-Instituts und der Alexander-von-Humboldt-Stiftung standen vor sehr empfindlichen Kürzungen. Anfang November gelang es der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ein Durchbruch. Und auch, dass dem Haushaltsausschuss, aus dem Haushaltsausschuss gab es sehr positive Nachrichten. Dani, du hast das teilweise schon erwähnt. Die Dynamisierung des Zukunftsvertrags und die Fortsetzung der Exzellenzstrategie konnten ausgehandelt werden. Die Einmalzahlungen an Studierende sowie ein Energierettungspaket für Hochschulen wurden auf den Weg gebracht. Auch die Haushalte von BMBF und Auswärtigem Amt erhielten beachtliche Aufschläge zur Deckung erwarteter Mehraufgaben, sodass der DAAD und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung nun sogar ein höheres
Budget enthalten. Wenn ich mal von meinem Manuskript abweichen darf, das sind ja wirkliche Perlen, die wir hier haben in der deutschen und internationalen Wissenschaftslandschaft mit einem ganz tollen Präsidenten. Vielleicht einen kleinen Applaus für Daniel. Der auch sehr dafür gekämpft hat. Trotz solcher positiven Entwicklungen gibt es noch wichtige offene Fragen und schlechte Nachrichten. So lässt sich das gemeinsame Positionspapier des BMBF und des Wissenschaftsrats zur Reformierung des Verhältnisses zwischen Grundfinanzierung und Projektfinanzierung weiter auf sich warten. Vor wenigen Tagen gab das BMBF bekannt, dass der angekündigte Digitalpakt für Hochschulen auch auf absehbare Zeit nicht kommen wird. Meine Damen und Herren, wir sollten uns bei der Frage, vor welche Herausforderungen das deutsche Wissenschaftssystem durch die Zeitenwende gestellt wird, nicht mit einer Analyse einzelner Probleme begnügen, so dringlich diese auch sind. Wir sollten außerdem darauf achten, ob diese Probleme nicht auf grundlegende wissenschaftspolitische Fragestellungen verweisen, die sich durch die multiple Krise verschärft haben. Wenn dies der Fall ist, dann müssen wir uns mit diesen prinzipiellen Fragestellungen und ihren Auswirkungen auf die aktuelle Situation beschäftigen. Und ich halte die generelle Frage, vor allem nach der Überregulierung des deutschen Wissenschaftssystems, für besonders akut. Die Wissenschaftssysteme hochindustrialisierter und miteinander immer stärker verflochtener Gesellschaften haben seit der Zeitenwende des Zweiten Weltkrieges einen enormen Wachstumsprozess durchlaufen. An einer Universität liegt es nahe, hier an die Anzahl der Hochschulen in Deutschland oder an die jährliche Anzahl der Studienanfänger zu denken. Aber Sie können auch zahlreiche andere Kennzahlen zu Rate ziehen, etwa die Höhe der öffentlichen Finanzierung des Wissenschaftssystems oder die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen im Jahr. Das quantitative Wachstum des Wissenschaftssystems zieht zahlreiche qualitative Folgen nach sich. So differenziert es sich thematisch und institutionell immer stärker. Eine steigende Anzahl von Subdisziplinen und Wissenschaftseinrichtungen verstärkt aber die Kommunikationsschwierigkeiten im Inneren des Wissenschaftssystems wie auch nach außen. Zugleich wird aber von der Wissenschaft erwartet, besser mit der Öffentlichkeit und der Politik zu kommunizieren, nicht zuletzt aufgrund des erhöhten Drucks, die durchschnittlich steigende öffentliche Finanzierung von Forschung in Zeiten knapper Kassen besser zu rechtfertigen. Letzteres geschieht auch innerhalb der Wissenschaft immer häufiger durch den Hinweis auf die gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft, etwa für die nachhaltige Transformation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Daran knüpfen sich unter anderem Versuche, neue Dimensionen für die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen einzuführen, etwa die Nutzungsintensität von Instrumenten der Open Science und der Grad an Diversity innerhalb von Personengruppen, die an einem Forschungsprojekt beteiligt sind. Wissenschaftsintern führen solche Entwicklungen zu der Befürchtung, dass damit sowohl die klare Orientierung an wissenschaftlicher Exzellenz als auch die Legitimation von nicht primär an ihren Anwendungen interessierter Grundlagenforschung verloren zu gehen drohen. Man könnte all diese Schwierigkeiten als typische Probleme eines wachsenden, eigentlich gesunden gesellschaftlichen Teilsystems abtun, wie dies im Laufe der Zeit und im Interessensausgleich mit anderen gesellschaftlichen Akteuren Lösungen
finden wird, um weiter wachsen zu können. Dementsprechend wäre auch die seit einigen Jahren verstärkt geführte Debatte über das Verhältnis von Wissenschaftsfreiheit und politischer Steuerung nur das Aufflackern einer Grundsatzdiskussion über Inhalt und Umfang von Regulationen, der sich die Wissenschaft in einer pluralistisch-demokratischen, in einem pluralistisch-demokratischen Gemeinwesen immer wieder ausgesetzt sehen wird. Meine Befürchtung ist jedoch nicht nur, dass sich die Wachstumsdynamik des deutschen Wissenschaftssystems infolge der multiplen Krise deutlich abschwächen, auf absehbare Zeit vielleicht sogar zu einem Ende kommen wird. Ich befürchte zudem, dass sich die negativen Folgen dieses Abschwungs durch eine Blockade des Wissenschaftssystems infolge einer von außen wie von innen angetriebenen Überregulierung noch verstärken wird. Auf diese Gefahr möchte ich im Folgenden etwas näher eingehen. Ist eigentlich gar nicht kalt hier, Dani, ist aber trocken. Das deutsche Wissenschaftssystem orientiert sich am Leitbild der Selbstorganisation. Selbstorganisation, das ist knapp formuliert, die Umsetzung der grundgesetzlich geschützten Freiheit von Forschung und Lehre auf der institutionellen Ebene. Beispielsweise beschreibt sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der größte nationale Wissenschaftsförderer der Europäischen Union, auf ihrer Webseite folgendermaßen, zitiere: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland. Sie dient der Wissenschaft und fördert Forschung höchster Qualität in allen ihren Formen und Disziplinen an Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf aus der Wissenschaft selbst entwickelten Vorhaben im Bereich der erkenntnisgeleiteten Forschung. Zitat Ende. Analog versteht sich die Leopoldina als Nationale Akademie der Wissenschaften gerade deshalb, weil es ihre Aufgabe ist, Politik und Öffentlichkeit zu gesellschaftlichen Herausforderungen wissenschaftsbasiert zu beraten, als eine von politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen unabhängige Institution. Die Leopoldina ist von der Aufnahme neuer Mitglieder über die Organisation ihrer Klassen und Sektionen bis hin zur Auswahl von Themen für die Politikberatung völlig frei in ihren Entscheidungen. Da sie dem Leitbild der Selbstorganisation folgen, können DFG und Leopoldina problemlos auch bei der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich umstrittenen Themen zusammenarbeiten. Exemplarisch nenne ich unsere gemeinsame, wirklich hervorragende Aktivität zum Thema Dual Use, also der doppelten Verwendbarkeit von Forschungsergebnissen, etwa zu friedlichen wie auch zu terroristischen Zwecken. Mit finanzieller Unterstützung der vier großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben die DFG und die Leopoldina den gemeinsamen Ausschuss zum Umgang sicherheitsrelevanter Forschung gegründet, um die Selbstregulierung der Wissenschaft in diesem hochsensiblen Bereich dauerhaft zu stärken. Hierzu gehören insbesondere die Etablierung und Arbeit von lokalen Kommissionen für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung, welche an den Hochschulen für den eigenverantwortlichen Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung sorgen. Übrigens hat die Gießener Universität als eine der ersten Hochschulen schon 2015 eine ständige Kommission zu sicherheitsrelevanter Forschung eingesetzt, die über den gemeinsamen Ausschuss im Erfahrungsaustausch mit mittlerweile 100 solcher Kommissionen steht. Dem gemeinsamen Ausschuss von DFG und Leopoldina ließen sich zahlreiche Beispiele für Fehlentwicklungen gegenüberstellen, die eintreten, wenn Misstrauen gegenüber der Wissenschaft zu Überregulierungen führt. Die Folgen solcher Eingriffe in die innere Steuerung der Wissenschaft
können bis zum Erliegen ganzer Forschungsbereiche und dem faktischen Verbot von Forschungsmethoden in Deutschland führen, ohne dass es einen expliziten, demokratisch legitimierten politischen Beschluss dafür gäbe. Ich saß vorhin bei Dani im Büro und schaute aus dem Fenster. Da zeigte sich der Fall bei dieser Regulatorik zur gentechnischen Forschung und zu wissenschaftlichen Tierversuchen. Vor dem Haus wird demonstriert mit Teddybären. Das kommt einmal im Monat hier vor. Die Universität Gießen, weiß ich, hat hier intensive Forschungsbedarfe. Das Gentechnikgesetz basiert auf einem Wissensstand von vor 30 Jahren und führt dazu, dass selbst Versuche mit Organismen, bei denen nach dem Stand der Wissenschaft kein Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ausgehen, unter behördliche Überwachung gestellt wurden, mit einem kaum zu bewältigenden bürokratischen Aufwand für die Laboratorien. Die aktuelle Diskussion über eine verschärfte Regulierung von Tierversuchen in der Europäischen Union lässt befürchten, dass ihre Umsetzung in Deutschland das Ende der Tierversuche zu wissenschaftlichen Zwecken bedeuten, die entsprechende Forschung ins Ausland abwandern wird und dort zumindest teilweise unter rechtlichen Bedingungen ablaufen wird, die dem Tierwohl gewiss nicht dienlicher sind als die jetzigen schon sehr restriktiven Bestimmungen in Deutschland. Eine Biotech-Erfolgsgeschichte wird dann in Deutschland nicht mehr stattfinden können. Dieter Tautz, Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön und Mitglied der Leopoldina, hat die Situation jüngst folgendermaßen veranschaulicht. Ich zitiere den verehrten Kollegen Dieter: An meinem Institut mit rund 190 Mitarbeitenden müssen inzwischen 26 Beauftragte berufen werden. Hier eine Auswahl: Beauftragter für Gentechnik, Tierschutz, Laserschutz, Datenschutz, Arbeitsschutz, Brandschutz, Nagoya-Protokoll, Exportkontrolle, Gefahrengut, müsste ich langweilen, etc. etc. Dafür kommt gerade das Zauberwort Compliance in Mode. Überwacht natürlich von einer Beauftragten für Compliance, die oder der dann alles im Blick haben soll. Wir sind also längst auch in der Wissenschaft ins Stadium der Regulatorik zweiter Ordnung eingetreten und müssen unsere knapper werdenden Ressourcen für alles andere als Forschung und Lehre verschwenden. Das droht auch in einem Kernbereich der wissenschaftlichen Selbstorganisation leider unter aktiver Beteiligung deutscher Wissenschaftseinrichtungen. Ich denke an die Bewertung von Forschungsleistungen und das in diesem Jahr auf EU-Ebene ausgearbeitete Agreement on Reforming Research Assessment. Es umfasst im Wesentlichen Principles and Core Commitments der Reform von Forschungsbewertung, deren Befolgung sich Wissenschaftseinrichtungen, Universitäten verpflichten sollen und flankiert sie mit Handreichungen zum zeitlichen Ablauf und zu Instrumenten ihrer konkreten Umsetzung. Wenn sich eine Wissenschaftseinrichtung zu den Principles and Core Commitments bekennt, dann kann sie sich der Koalition, der Coalition for Advancing Research Assessment, kurz COARA, beitreten, deren zukünftige Rolle in der europäischen und nationalen Forschungslandschaft noch völlig unklar ist. Bisher absehbar ist, dass jede Mitgliedsorganisation einen Meilenstein-Aktionsplan zur Implementierung der Core Commitments vorlegen
Und sowohl durch Selbstevaluierungen als auch externe Evaluierungen die Umsetzung des Aktionsplans überprüfen muss. Inwiefern Ergebnisse solcher Evaluierungen Auswirkungen auf die Erfolgschancen der jeweiligen Einrichtungen haben wird, europäische und nationale Forschungsmittel zu erhalten, ist noch offen. Zu befürchten ist aber, dass Wissenschaftseinrichtungen, die sich QARA nicht anschließen, über kurz oder lang vom Wettbewerb um Fördergelder der EU ausgeschlossen werden. In Deutschland sind bereits die DFG und die Leibniz-Gemeinschaft sowie wenige Universitäten der QARA beigetreten. Das Präsidium der Leopoldina hat einstimmig gestern und vorgestern beschlossen, dieser Koalition nicht beizutreten. Hierfür gibt es zwei Gründe. Erstens befürchten wir, dass die vorgeschlagene europäische Harmonisierung der Bewertung wissenschaftlicher Forschungsleistungen zu einer schleichenden Zunahme des politischen Einflusses, auch Brüssels, und einer Aufweichung von Exzellenzkriterien führen wird. Diese Befürchtung knüpft sich an die Ausführungen im Agreement, wie beispielsweise die folgende. Ich zitiere: Consider gender balance, the gender dimension, and take into account diversity on a broader scale. For example, racial or ethnic origin, sexual orientation, socioeconomic disability. In research terms, at all levels and in the content of research and innovation. Über solche Forderungen, die eine identitätspolitische Verzerrung der Bewertung von Forschungsleistungen in Aussicht stellen, wird mittlerweile auf den Wissenschaftszeitungen überregionaler Tageszeitungen diskutiert. Ich vermute, Sie haben es verfolgt. Zweitens zeichnet sich schon jetzt unabhängig von der inhaltlichen Bewertung der Principal and Core Commitments ein massiver Bürokratisierungsschub in der Wissenschaft ab. Und zwar, um es nochmals zu unterstreichen, in einem Kernbereich ihrer Selbstorganisation. Für geradezu tragisch halte ich es, dass diese neue Dynamik der Überregulierung von vielen Wissenschaftsorganisationen auf europäischer wie nationaler Ebene, wenn nicht gar initiiert worden ist, so doch aktiv vorangetrieben wird. Sie ist nicht das Ergebnis eines politischen Gesetzgebungsprozesses, etwa in Form einer Richtlinie der Europäischen Kommission, denn im Bereich der Forschungspolitik hat sie keine regulatorische Legitimation, sondern es handelt sich um das Resultat eines von der Europäischen Kommission zwar unterstützten, aber von den Wissenschaftseinrichtungen selbst betriebenen Prozesses. So droht die Selbstorganisation des Wissenschaftssystems zu dessen Selbstblockade zu führen, mittels derer wissenschaftsexterne Faktoren einen immer größeren Einfluss auf die Forschung nehmen können. Meine Damen und Herren, in Zeiten der Krise ist es ein naheliegender, aber in die Irre führender Weg, die drängendsten Herausforderungen durch immer mehr und immer kompliziertere Regulierungen bewältigen zu wollen. Für das deutsche Wissenschaftssystem ist in der Zeitenwende, müssen wir die Entdeckerfreude und die Innovationsfähigkeit von Forscherinnen und Forschern durch eine Regulatorik fördern, die nicht alle Eventualitäten von vornherein zu regeln versucht, sondern es der Selbstorganisation des Wissenschaftssystems überlässt, die angemessene Anwendung allgemeiner Standards und Normen auf den jeweiligen Einzelfall zu finden. Dann müssten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Zeit und Intelligenz nicht mehr damit verschwenden, kostenintensive Regularien zu umgehen, indem sie beispielsweise aus bisher erfolgreich bearbeiteten
Forschungsfeldern sich zurückziehen oder Forschungsvorhaben an ausländische Standorte mit weniger Restriktionen auslagern und so die guten Absichten hinter einer Regulierung ad absurdum führen. Wissenschaftsadäquate und evidenzbasierte Regulierungen versuchen, die durch sie vermutlich herbeigeführten Änderungen im Verhalten der betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorwegzunehmen, um Anreize so zu setzen, dass sich das Interesse der Betroffenen an der Durchführbarkeit ihrer Forschung und das öffentliche Interesse an der Erreichung bestimmter gesellschaftlicher Ziele trifft. Im Falle der Tierversuche sind dies zum Beispiel Anreize für Forschungsvorhaben, die neue Ersatz- und Ergänzungsverfahren entwickeln sollen. Preise, die von den verschiedenen Bundes- und Landesministerien sowie der DFG vergeben werden, zeichnen solche Forschungsprojekte aus. Aber noch weniger ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in Wissenschaftler und Wissenschaftler, dass sie den ihnen eingeräumten Entscheidungsspielraum sowohl für den Erkenntnisgewinn als auch für die Verbesserung des gesellschaftlich gewünschten Tierschutzes einsetzen. In dem Entwurf des BMBF zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation nimmt das Thema Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschung, Transfer und Innovation zu Recht viel Platz ein. Maßnahmen zum Abbau von Regulierungen und Hürden sieht der Entwurf vor allem in Bezug auf Transfer, Innovation und Ausgründung vor. Eine Verschärfung der Regulatorik lässt den Entwurf dagegen bei der europäischen und internationalen Zusammenarbeit erwarten. Auch die umfassende Nutzung von Key Performance Indicators für Forschung und Innovation wecken den Verdacht, dass hier neue Regulierungen in der Förderpolitik eingeführt werden könnten. Noch befindet sich die Zukunftsstrategie in der Ressortabstimmung und zahlreiche Organisationen, Verbände und Vereine aus Wissenschaft und Wirtschaft haben Stellungnahmen zum Entwurf abgegeben. Als Ergebnis des Forschungsgipfels 2022 hat auch die Leopoldina gemeinsam mit dem Stifterverband EFI und der Volkswagen-Stiftung Leitlinien für eine Zukunftsstrategie erarbeitet. Eine gute Ausgangsbasis für den ergebnisoffenen Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft über eine langfristige Strategie für die Forschungs- und Innovationspolitik, die gerade in der Zeitenwende auf forschungs- und innovationsfördernde Deregulierung setzt, ist also zumindest angelegt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Justus von Liebig soll einmal gesagt haben, zitiere: Die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an, interessant zu werden, wo sie aufhört. Die ewige Herausforderung der Wissenschaftspolitik ist es, für die Kultivierung dieses Interesses am Unbekannten angemessene und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Regulierungen für das eigentlich Unregulierbare zu finden, wie lässt sich diese Paradoxie auflösen? Womöglich könnte die Offenheit der Wissenschaft für das Neue, die Experimentierlust der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ihre Freude an der sachorientierten Zusammenarbeit eine Anregung für uns alle sein, denselben Geist auch in der wissenschaftspolitischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung walten zu lassen, gerade in Zeiten der Krise. Ich habe den Eindruck, dass wir bereit sind, im Sinne dieser Experimentier- und kooperationsfreudigen Offenheit mehr Verantwortung zu übernehmen, um den Freiheitsraum der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland nicht nur zu erhalten, sondern gar auszubauen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Kollege Haug, lieber Gerald, für die klare Botschaft der Deregulierung, die man, glaube ich, nicht hier transportieren muss, sich, glaube ich, eher dann auch an die politischen Entscheidungsträger wendet. Aber ich sehe mit Freude der Diskussion in der Allianz nächste Woche entgegen. Da wird es sicherlich zu manchen intensiven Diskussionen auch mit den anderen Allianzorganisationen kommen. Ganz herzlichen Dank für die Festrede. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zum musikalischen Abschluss und ich will jetzt schon die Gelegenheit hier ergreifen, Sie im Anschluss zu unserem Empfang einzuladen. Es läuft so wie sonst auch vor der Pandemie. Wir haben im Rektorenzimmer auf der zweiten Etage und im Senatssaal auf der ersten Etage ein Buffet und Getränke. Sie müssen also nicht hier in der kalten Lobby aushalten, sondern gehen bitte in die erste oder zweite Etage. Wenn die erste Etage der Senatssaal voll sein sollte, gehen Sie einfach weiter. Es ist auf der zweiten Etage exakt das Gleiche zu finden wie auf der ersten Etage. Sie werden da nicht den Kürzeren ziehen. Es verbleibt mir, all denjenigen zu danken, die den Festakt heute hier ermöglicht haben. Wir sind ja hier in einem Hybridformat, deswegen mein allererster Dank an die Technikerinnen und Techniker vom HRZ, an das gesamte Team im Präsidialbüro, im Veranstaltungsmanagement. Natürlich der Dank an die Preisträgerinnen und Preisträger, die Stifterinnen und Stifter und an Sie alle, die Sie heute hier den Festakt möglich gemacht haben, hier dabei gewesen sind, auch die digital Zugeschalteten. Und nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an deine Adresse, lieber Gerald, dass du hier heute deine Gedanken zur Deregulierung und Entbürokratisierung mit uns geteilt hast. Ich glaube, da hast du die JLU und unsere Mitglieder dieser Universität auf jeden Fall an deiner Seite. Herzlich willkommen nochmal an der Universität Gießen für den Empfang im Anschluss an den musikalischen Abschluss. Und ich darf die Mitglieder des Universitätsorchesters auf die Bühne bitten. Vielen Dank.